Wir haben aktuell 1388 Neuinfektionen, die heute in Österreich wieder gemeldet wurden. Die Lockerungen werden tatsächlich ab Montag dennoch kommen, mit zum Beispiel der Friseurbesuch, der wieder möglich ist, mit einem negativen Testergebnis. Sehen Sie das kritisch, dass ab Montag der Lockdown gelockert wird in Anbetracht dieser Zahlen? Ich glaube, wir alle haben uns eine Lockerung des Lockdowns verdient. Denn nur Lebensmittel einkaufen, wir müssen auch was anderes gelegentlich einkaufen, wir müssen zu den Friseuren. Also ich denke, es ist schon notwendig, dass jetzt eine Lockerung kommt. Aber es wird auf jeden Einzelnen von uns, auf uns selber ankommen, wie lange die Lockerungen halten werden. Denn es ist ganz klar, dass durch die Lockerungen die Fallzahlen steigen werden. Ich weiß nicht, wer es von uns war, ich glaube, unser Bundeskanzler, der gesagt hat, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Und ja, da hat er schon recht. Aber andererseits, wir hatten jetzt einen relativ langen Lockdown und es ist einfach notwendig, dass wir auch ein paar Dinge uns besorgen außerhalb der Lebensmittel und zu einem Friseur gehen oder was auch immer. Also ich denke, eine gewisse kurze Zeit der Lockerung ist schon möglich, obgleich ja, wir alle wissen, dass dadurch die Zahlen steigen werden, das ist keine Frage. Ich gehe persönlich auch davon aus, dass die Lockerungen nicht allzu lange anhalten werden. Also meine persönliche Einschätzung ist, wahrscheinlich in 3 Wochen werden wir wieder bei einem Lockdown sein. Wien ist orange auf der Corona-Ampel, in eine Inzidenz von 66, also fast schon bei diesen 50, die man sich herbeiwünscht. Ist das nicht erstaunlich angesichts der Tatsache, dass ja die britische Mutation eben im Osten Österreich schon so verbreitet sein soll und die so viel ansteckender sein soll? Ja, also die Situation in Wien ist wirklich erfreulich, so wie auch in manchen anderen Bezirken anderer Bundesländer. In Salzburg schaut es nicht gerade so gut aus, aber im Wesentlichen in vielen anderen Bundesländern ist die Tendenz schon richtig. Trotzdem, im Wesentlichen haben wir eine Seitwärtsbewegung in den Fallzahlen, also kein wirkliches Sinken mehr. Und deswegen war ich auch der Meinung, dass wir vielleicht in Zukunft doch mehr wieder auf regionale Maßnahmen setzen sollen. Also die Ampel Kommission hat jetzt bundesländerweise entschieden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Bälde auch wieder auf Bezirksebene gehen könnten und dann notwendige spezifische Einschränkungen auf Bezirksebene machen. Ich will auch heuer im Sommer vielleicht wieder nach Tirol reisen. Also Sie werden von mir keine Anti-Tiroler Aussage hier hören. Ich würde Folgendes sagen, die Datenlage ist tatsächlich noch nicht ausreichend, um das gesamte Gebiet von Tirol, das gesamte Bundesland zu schließen. Also da sehe ich wirklich, da stimme ich mit dem Landeshauptmann überein. Andererseits wissen wir, dass der Bezirk Schwarz, dass es dort relativ viele Fälle gab. Generell im Tiroler Unterland gab es mehr Fälle. Und das muss jetzt einfach noch gründlicher, noch intensiver untersucht werden. Ich persönlich habe ein bisschen Sorge, dass wenn jetzt auch Tirol am Montag öffnet und ganz besonders die Bezirke Schwarz und die 3 Bezirke des Tiroler Unterlandes, dann habe ich schon ein bisschen Sorge, dass sich die Variante weiter ausbreitet. Also mein persönlicher Vorschlag wäre, zumindest den Bezirk Schwarz jetzt am Montag nicht in die Öffnungen mit einzubeziehen. Die britische Variante B117 dringt immer weiter vor und hat jetzt quasi schon die alte Coronavirus-Variation abgelöst. Dann werden wir in Österreich damit rechnen müssen, dass sich die südafrikanische bzw. die britische durchgesetzt hat. Und was bedeutet das für die nächsten Wochen und Monate, bis dann endlich einmal eine breitere Impfmöglichkeit besteht? Ja, also ich denke auch, dass auch in Österreich sich die britische Variante im Laufe der nächsten Wochen durchsetzen wird. Also davon gehe ich aus. Beispiel, wir sehen auch in Wien, dass diese Variante einfach immer häufiger diagnostiziert wird. Also damit müssen wir rechnen.
Ich gebe aber zu bedenken, dass bereits im März letzten Jahres sich eine Virusvariante durchgesetzt hat und letztlich dann weltweit durchgesetzt hat. Also das ist durchaus gang und gäbe, das kommt vor. Die britische Variante, das wissen wir auch, ist zwar ansteckender, aber die Impfstoffe wirken gegen die britische Variante. Während bei der südafrikanischen Variante gibt es da halt ein kleines Fragezeichen. Also es könnte sein, dass die Impfstoffe nur eingeschränkt gegen diese Variante wirken. Und wenn ich eingeschränkt sage, dann kann man noch nicht sagen, ob sie 5% oder 10% weniger wirken. Es gibt erste Hinweise in dieser Richtung. Und daher sollten wir eben gerade diese südafrikanische Variante einzugrenzen versuchen, solange es noch möglich ist. Eine Frage noch zur britischen Mutation. Jetzt hat ja der Chef des Robert-Koch-Instituts gerade erst vermeldet, nämlich Lothar Wieler, dass es Hinweise gibt, also eindeutige Hinweise, dass die britische Variante eben nicht nur ansteckender ist, sondern auch zu schwereren Krankheitsverläufen führt. Er hat dafür schon Belege. Haben Sie davon schon so gehört und was bedeutet das dann auch in Zukunft für Österreich? Das wird noch unterschiedlich diskutiert. Das ist noch nicht fix, dass man sagen kann, die britische Variante führt auch zu schwereren Krankheitsverläufen. Das haben wir in Großbritannien, wo sie entstanden ist, eigentlich nicht wirklich gesehen und das bedarf noch weiterer Untersuchungen.